in Hamburg. Hamburg, Stadt und Land. Einen schönen guten Morgen und natürlich Moin Moin aus Hamburg, nach ganz Deutschland und in alle Welt, ganz egal von wo aus ihr uns zuschaut. Schön, dass ihr mit dabei seid. Herzlich willkommen bei Moin Moin an diesem Freitag. Wir wollen gemeinsam in den Tag starten und natürlich auch zusammen so langsam und allmählich das Wochenende einläuten. Leider macht der Sommer so ein bisschen Sendepause zum Wochenende, habe ich den Eindruck. Ich habe mir gestern mal eine Wetterkarte angeguckt für ganz Deutschland. Sieht es am Wochenende in den nächsten Stunden und in den nächsten Tagen leider nicht allzu freundlich aus. Ich glaube, einzig und allein im südlichen Bayern und im südlichen Baden-Württemberg, da könntet ihr Glück haben. Da bleibt es, glaube ich, relativ freundlich und sommerliche Temperaturen sind auch dabei. Ansonsten zieht da eine ganze Menge Regen durch, von Westen her kommend in Richtung Osten über die ganzen Bundesländer. Also insofern, ja, schreibt uns doch gern mal, wie ihr vielleicht den heutigen Tag gestalten wollt, was ihr am Wochenende geplant habt. Vielleicht gibt es ja da die eine oder andere Idee, um dem Wetter zu trotzen. Es gibt ja eine Menge an Dingen, die kann man trotzdem unternehmen. Wir haben heute früh 17 Grad auf dem Thermometer und es nieselt ein wenig in der Hansestadt. Aber davon lassen wir uns die Stimmung und die Vorfreude auf das Wochenende und auf diese Sendung natürlich nicht vermiesen. Wir haben natürlich alles mit dabei, zum Beispiel unseren Kalender. Wir haben heute Spiel und Spaß mit dabei. Und zwar möchte ich heute unseren Fußballexperten Freddy wieder ein wenig fordern. Unter anderem mit dem großen Galileo-Fußballquiz und auch mit einem Fußballquartett. Die Weltstars in Quartettform. Wir werden nachher gegeneinander antreten. Das wird sicherlich sehr, sehr unterhaltsam. Schauen wir mal. Vor allem, weil bei so einem Quartett spielt ja auch immer Glück mit rein und nicht nur Fußball. Fachwissen. Deswegen habe ich das gekauft. Clever, dachte ich. Dann habe ich nämlich vielleicht mal eine Chance gegen Freddy, wenn es nicht nur um Fußballfachwissen geht. Was ist ansonsten heute großes Thema? Natürlich, lasst die Spiele beginnen. In Paris werden die Olympischen Spiele eröffnet, die Live-Übertragung heute Abend ab 18 Uhr in der ARD zu sehen. Und dann gibt es natürlich Tage und wochenlang Olympia, Spitzensport international vom Feinsten. Wir haben uns gestern ausführlich drüber unterhalten, wollen heute natürlich auch noch einmal über Olympia reden. Wie seht ihr es eigentlich? Schreibt es doch mal in den Chat. Schaut ihr gerne Olympia? Gibt es da so die eine oder andere Sportart, die euch besonders interessiert, die ihr besonders verfolgt oder die ihr vielleicht selbst schon mal ausprobiert habt? Oder macht ihr es wie ich? Ich zum Beispiel schaue Olympia immer mal wieder. Sepp immer mal durch und bleibt dann immer mal bei der einen oder anderen Sportart hängen, je nachdem, was dann gerade läuft und was mich eben entsprechend interessiert. Schlagzeilen des Tages. Wir müssen natürlich erstmal über das aktuelle Geschehen reden. In Hamburg großes Thema, aber auch in weiteren Bundesländern war ja das Verbot des IZH und die große Durchsuchung an der Blauen Moschee an der Alster. Und auch in weiteren Bundesländern gab es Durchsuchungen, wie zum Beispiel in Berlin. Stellt sich nun die Frage, was wird denn eigentlich aus der beschlagnahmten Blauen Moschee? Welche Pläne werden da verfolgt und wie könnte das Gebäude in Zukunft genutzt werden? Außerdem, Schock für Millionen deutsche Krankenkassen, plötzlich viel teurer. Bis zu knapp 40 Euro im Monat könnte es eine Erhöhung insgesamt geben. Außerdem Traumstart für unsere Frauen, 3:0 gewonnen, olympisches Fußball gegen Australien. Danke Angie Kerber für jeden Tenniskrimi und jeden Satz, sie beendet die Karriere. Neue Schockzahlen zur Ausländerkriminalität, immer mehr Gewaltdelikte durch Nordafrikaner in Deutschland. Die Zahl der Abschiebungen sinkt, Kommunalpolitiker verzweifeln. Ein Thema, das häufig in den Schlagzeilen ist in den letzten Wochen und immer weiter und immer heißer diskutiert wird. Und hier haben wir noch mal ein schönes Bild von den Olympischen Spielen. Das hier ist nämlich der schönste Strand von Paris und der liegt direkt unterm Eiffelturm. Ein Beachvolleyball-Court vom Feinsten. Das sieht doch wirklich gut aus. Also freuen wir uns auf die Olympiaeröffnung heute. Und wir haben dazu mal einen Beitrag vorbereitet, denn es sind ja viele, viele Olympioniken, viele Athleten aus ganz Deutschland bei den Olympischen Spielen mit vertreten. So natürlich auch von uns hier aus Hamburg. Und dazu gibt es mal eine kleine Übersicht und ein paar Infos vorab. Hamburg steht hinter euch, steht hier weiß auf blau geschrieben.
Der Schriftzug schmückt ein 100 Quadratmeter großes Plakat, das ab sofort bis zum Ende der Paralympischen Spiele an der Außenfassade vom Haus des Sportes hängen wird. Es ist eine gemeinschaftliche Aktion der Active City Hamburg, der Handelskammer Hamburg, des Hamburger Sportbundes und des Olympiastützpunktes Hamburg-Schleswig-Holstein, mit der sie ihre Unterstützung ausdrücken. Der Hamburger Sportstaatsrat Christoph Holstein erklärte dazu: Bei der Fußball-Europameisterschaft haben wir die Kraft des Sports spüren können. United by Football vereint durch den Sport. Noch größer und noch stärker ist die Kraft des Sports im weltweiten Wettbewerb. Deshalb sind wir froh, dass Hamburg bei den Olympischen und Paralympischen Spielen 2024 so stark mit Athletinnen und Athleten vertreten ist. Wir wünschen allen viel Glück, den Erfolg, den sie verdienen, und wir sind dankbar, dass sie unser Land und unsere Stadt in der Welt des Sports vertreten. Auch wenn das Plakat vorm Haus des Sportes etwas von einem Baum verdeckt ist, soll das kein schlechtes Omen sein. Ganz im Gegenteil, 28 HamburgerInnen wollen in Paris aus dem Schatten treten und sich auf der Weltbühne des Sportes beweisen. Doch wie stehen die Medaillenchancen der HamburgerInnen? In 7 von 32 Sportarten werden in den kommenden 2 Wochen Sportlerinnen und Sportler aus Hamburg am Start sein. Mit die größten Chancen auf eine Medaille hat wohl Alexander Zverev im Tennis. Der Hamburger ist der amtierende Olympiasieger und will seinen Titel in Paris verteidigen. Gespielt wird in Roland-Garros und die Anlage liegt dem Hamburger. Im Mai schaffte er es dort bis ins Finale, musste sich aber dort dem Spanier Carlos Alcaraz geschlagen geben. Doch die Konkurrenz schläft nicht und ist ebenfalls heiß auf die Medaillen. Vom 2. bis 4. August gibt es dann in Paris im Tennis die Medaillenentscheidungen. Ein weiterer Sport, in dem es mit einer Hamburger Olympiamedaille klappen könnte, ist Beachvolleyball. Laura Ludwig weiß bereits, wie es sich anfühlt, bei Olympischen Spielen ganz oben zu stehen. 2016 holte sie mit Kira Weikenhorst Gold in Rio. 2024 will sie mit ihrer aktuellen Partnerin Luise Lippmann nach den Medaillen greifen. Bei den Herren wollen Nils Ehlers und Clemens Wickler ins Medaillenrennen eingreifen. Die Medaillen im Beachvolleyball werden am 9. und 10. August vergeben. Die meisten SportlerInnen aus der Hansestadt in Paris kommen aus dem Hockeysport. 9 TeilnehmerInnen werden in Paris am Start sein. Davon sind 2 Männer. Die Herren sind amtierender Weltmeister und zählen auch in Paris zu den Favoriten auf Gold. 7 Hamburger Spielerinnen stehen bei den Damen im Aufgebot. Eine von ihnen ist Anne Schröder. Für sie sind es bereits die 3. Olympischen Spiele. Bei den letzten Sommerspielen in Tokio war bereits im Viertelfinale Schluss. Das soll nun anders werden. Wenn du das Viertelfinale gewinnst, dann hast du einfach 2 Optionen, eine Medaille zu holen. Und dann ist auch klar, dass du eine haben willst. Schröder hat bereits eine Bronzemedaille von 2016. Nun soll eine weitere folgen. Ob das klappt, zeigt sich dann im August. Am 8. und 9. August werden in Paris die Hockeymedaillen vergeben. Zudem werden in der Leichtathletik, beim Rudern, beim Segeln und beim Golf weitere Sportlerinnen und Sportler aus der Hansestadt dabei sein. Auch sie haben sich für die Spiele in Paris viel vorgenommen. Doch die Hauptsache ist, dass sie ihr Bestes geben und die Olympischen Spiele genießen. Denn egal, was sportlich in Paris passiert, Hamburg steht hinter euch. Also Olympia kann kommen, nicht nur aus Hamburger Sicht, würde ich mal sagen. Trotzdem einmal die aktuelle Übersicht über den Stand der Dinge und über unsere Teilnehmer, unsere Olympioniken. 8:08, ein Blick in den Chat, der lohnt sich immer. Das ist natürlich spannend, was ihr jetzt alles hier so schreibt. Zum Beispiel Moin Kapitän Klaus, der ist nämlich zurück aus dem Urlaub. Herzlich willkommen zurück. Der fragt auch gleich mal, wo bleibt eigentlich Stella? Das ist eine gute Frage. Sie war vor kurzem im Urlaub, ist zurück. Wir könnten ja zum Beispiel für die nächste Woche mal wieder einen Gen-Z-Talk ins Leben rufen. BRWB schreibt auf meine Frage, welche Sportarten verfolgt ihr bei den Olympischen Spielen gerne? Schwimmen zu 100% und Turnen und Leichtathletik. Kapitän Klaus ist in der Disziplin Kutterputzen ganz vorne mit dabei. Die Tätigkeiten in den nächsten 14 Tagen sich zu Tode schwitzen bei 30 Grad. Kirsche möchte sich gerne nach Norddeutschland beamen. Also im Süden ist es auf jeden Fall sehr, sehr heiß. Dort bleibt es, glaube ich, heiß und einzig und allein trocken im südlichen Baden-Württemberg und im südlichen Bayern. BRWB will außerdem Sonne. Es ist so grau und kalt hier. Und ansonsten, ich will, dass es so bleibt, wie es ist. Regnerisch und 20 Grad, sagt Leono. Auch interessant. Ja, warum nicht? Okay. Und Rotomi sagt, Stella hat Berufsschule. Das könnte sein. Weiß ich aktuell gar nicht. Wir haben noch einen weiteren Beitrag. Und zwar, bevor Freddy demnächst hier in die Sendung kommt und wir natürlich wieder ausführlich über Fußball reden, über die Vorbereitung der Bundesligisten und der ganzen europäischen Topclubs, haben wir nochmal aus Hamburger Sicht was Aktuelles vorbereitet. Und zwar haben wir ja in den vergangenen Tagen viel über den HSV und den FC St. Pauli gesprochen. Beide im Trainingslager unterwegs. Was sind denn eigentlich die wichtigsten Erkenntnisse? Wir beschäftigen uns jetzt mal mit den Kiezkickern. Wo hat man sich verstärkt? Was hat man mitgenommen? Und wo möchte man sich vielleicht noch verbessern und breiter aufstellen? Hier gibt es mal ein aktuelles Update. Mit Selbstvertrauen zurück nach Hamburg.
Mit einem knappen 1:0 trennte sich der FC St. Pauli am Mittwochabend von Olympique Lyon und beschließt somit mit einem Erfolgserlebnis das Trainingslager in Österreich. 11 Tage lang hat sich der Aufsteiger am Wilden Kaiser intensiv auf die neue Aufgabe in der Bundesliga vorbereitet. Am Donnerstag ging es wieder zurück in die Hansestadt, mit im Gepäck 3 Erkenntnisse des Trainingslagers. Zum einen steht nun fest, wer die Kiezkicker als Mannschaftsführer in der kommenden Saison auf den Platz führen wird. Der Kapitän des FC St. Pauli ist und bleibt Jackson Irvine. Der Australier spielt seit 2021 bei den Boys & Brown, ist seit dem Sommer 2023 alleiniger Kapitän. Er hat unter anderem die Mannschaft zum Aufstieg geführt und wird auch in der kommenden Saison in der Bundesliga als Leader vorangehen. Des Weiteren hat der neue Cheftrainer Alexander Blessin den FC St. Pauli in Österreich noch besser kennengelernt und das Team nach seinen Wünschen geformt. Maximale Fitness ist für den 51-Jährigen eine Voraussetzung für erfolgreichen Fußball. Zu spüren bekam das der Angreifer Maurides Rocky Junior. Er kam mit Übergewicht aus dem Brasilienurlaub und durfte deshalb nicht mit ins Trainingslager reisen. Stattdessen absolvierte der 30-Jährige ein eigenes Programm. Gegenüber von den Kollegen von Sky erklärte Blessin: Wir wollen eine andere Art und Weise des Fußballspielens einbringen. Die Trainingseinheiten unter Fabian Hürzeler waren länger und bei mir gibt es eine andere Struktur. Es ist völlig werteneutral, ob das besser oder schlechter ist. Wir wollen eine andere Art und Weise des Fußballs einbringen. Und das hat anscheinend schon Früchte getragen. Denn drittens zeigt die Entwicklung des FC St. Pauli in dieser Vorbereitung nach oben. Während es im letzten Testspiel gegen den Zweitligisten Greuther Fürth noch eine 1:3-Niederlage gab, konnten die Kiezkicker am Mittwochabend gegen Olympique Lyon überzeugen. Es war ein Spiel, das einen Vorgeschmack auf die Bundesliga geben sollte und die Boys & Brown zeigten, dass sie durchaus mithalten können. Nach dem Abpfiff sagte Cheftrainer Alexander Blessin: Nach den ersten 20 Minuten haben wir mehr und mehr den Mut gefunden, nach vorne zu verteidigen und stabil zu sein. Es war wichtig, dass wir im zentralen Bereich viele Ballgewinne hatten. Allerdings haben wir die Bälle zu oft noch zu schnell verloren. Das darf uns nicht passieren. In der zweiten Hälfte war es nochmal um einen Tick besser. Insgesamt können wir über 70 Minuten zufrieden sein. Wir können zufrieden sein, werden aber weiterarbeiten. Wir ordnen das Spiel richtig ein. Das Spiel gibt uns aber einen Schub und zeigt den Jungs, dass es auch gegen so ein Top-Team klappt. Der Sieg im Testspiel war ein würdiger Abschluss für das Trainingslager in Österreich. Es hat gezeigt, dass der Aufsteiger auf dem richtigen Weg ist. Doch auch wenn jetzt der Kapitän für die neue Aufgabe feststeht, die Mannschaft immer mehr die Spielweise des neuen Trainers verinnerlicht und der Sieg gegen Lyon das Selbstbewusstsein stärkt, liegt auch noch reichlich Arbeit vor dem FC St. Pauli. In genau einem Monat steht das erste Spiel in der Bundesliga gegen Heidenheim zu Hause an. Die Leistung muss dann über 90 Minuten passen. Ja, und wir sind zurück im Studio. Soweit also das Aktuelle rund um den FC St. Pauli, die Erkenntnisse aus dem Trainingslager und der Stand der Vorbereitungen. So lange ist es ja gar nicht mehr hin. Nächsten Freitag geht es ja schon los in der zweiten Liga. Der HSV startet am kommenden Freitag, also nicht heute, sondern in einer Woche, gegen Köln. 20.30 Uhr geht's los. Da beginnt die zweite Liga. In der ersten Liga geht es dann ja wenige Tage bzw. Wochen später los. Darüber sprechen wir später ausführlich mit unserem Fußballexperten Freddy. Wir wollen noch mal zu den Themen des Tages kommen und vielleicht mal die Frage vorab in den Live-Chat. Haben wir eigentlich Zuschauer aus dem Großraum Frankfurt, die uns zuschauen und die vielleicht gestern etwas mitbekommen haben von der Aktion am Frankfurter Flughafen, als die selbsternannten Klimaaktivisten der letzten Generation Deutschlands größten Flughafen lahmgelegt hatten, sich ans Rollfeld geklebt haben und für hunderte Flugausfälle gesorgt haben oder vielleicht sogar Betroffene, die gestern in den Urlaub starten wollten. Vielleicht kennt ihr jemanden, der betroffen war. Schreibt uns gerne mal in den YouTube-Live-Chat. Erst Weltreise, jetzt Flughafenblockierer. Die Rede ist von diesem selbsternannten Klimaaktivisten der letzten Generation, der sich gestern am Rollfeld festgeklebt hat. Die Debatte, die ist ja nicht ganz neu, Klimaaktivist sein und sich so darstellen und dann eben selbst durch die Welt fliegen. Das wurde alles schon mal debattiert. Was ich jetzt vor allem besonders alarmierend finde, das ist noch mal ein Bild weiter unten. Und zwar einfach das Bild von diesem Maschendrahtzaun, der dann eben dafür da ist, um einen Flughafen wie den Frankfurter Flughafen einzuzäunen und zu schützen. So etwas ist jetzt vorgekommen am Hamburger Flughafen vor einigen Tagen in Köln-Bonn und jetzt am Frankfurter Flughafen. Die Frage ist ja, was genau lernt man eigentlich daraus und was geschieht und wie lange dauert das vor allem, bis das Ganze aufgearbeitet ist und konkret in stärkeren Sicherheitsmaßnahmen zum Beispiel gipfelt. Ich habe gestern zum Beispiel in Medienberichten gehört, dass die Strecke, die eingezäunt ist, rund um das ganze Gelände vom Frankfurter Flughafen knapp 32 Kilometer lang ist. Das ist natürlich eine lange Strecke und das ist eine Menge Zaun. Aber ganz ehrlich, und das steht auch hier nochmal, kann es denn sein, dass es so einfach ist, in dieses wirklich
ja, massive Sicherheitsgebiet, in dieses ganz verwundbare Gebiet vorzudringen, indem man einfach mit einem handelsüblichen Bolzenschneider oder mit einer Drahtschere einen Maschendrahtzaun durchschneidet. Also da müsste doch wirklich ein stärkerer Zaun her und vor allem viel mehr Sicherheitsvorkehrungen. Die Flughafensprecher, die sind dann ja immer bemüht, das Ganze möglichst positiv darzustellen, indem es dann heißt, ja, es gibt natürlich gewisse Videoüberwachungssysteme, Wärmebildkameras, automatisierte Systeme und es habe alles funktioniert. Man habe dann eben die Eindringlinge erkannt, war dann eben relativ schnell vor Ort und hat gehandelt. Das mag ja insofern vielleicht zutreffen, aber dass es überhaupt möglich ist, in solche Gebiete immer vorzudringen und dass wirklich ein Maschendrahtzaun die Lösung ist und so einen sensiblen Bereich schützen soll, ist ein bisschen dürftig und ich glaube, da kann man auf jeden Fall zu Recht mal die Frage stellen, ob das wirklich ausreichend ist oder ob man da mal nachbessern sollte, ganz abgesehen von natürlich härteren Bestrafungen für die Menschen, die in solche Sicherheitsgebiete vordringen, sich dort festkleben und den Flugbetrieb stören. Hunderte Flugausfälle waren die Folge gestern in Frankfurt. Ihr könnt uns gerne mal schreiben, wenn ihr Betroffene kennt oder selbst betroffen wart, in den YouTube-Live-Chat oder ausführlich an moinmoin@hamburg1.de. 8:16 Uhr. Wir waren unterwegs in Hamburg. Spannend sicherlich auch für diejenigen, die uns von außerhalb zuschauen. Wir haben Ihnen Hausmeister Rudi schon vor einigen Tagen einmal vorgestellt. Also die Hamburger kennen ihn natürlich sowieso. Unser Sender-Original, das Sender-Maskottchen, nur echt mit Kittel und mit der Mütze, Hausmeister Rudi, unterwegs in einer Fleischerei im XXL-Format. Und wer in dem Bereich arbeitet und vorhat zu wechseln, der sollte jetzt genau aufpassen. Denn wenn man sich bewirbt und das Stichwort Hamburg 1 nennt, dann gibt es unter Umständen noch eine sehr, sehr attraktive Wechselprämie. Hallo, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer am Endgerät, wo auch immer Sie uns gerade zuschauen, wir grüßen Sie herzlich. Wir sind wieder mal in Lurup, waren wir im Frühjahr schon mal und wir sind hier bei Globus und an meiner Seite ist der Herr Heder. Und wenn Sie sich wundern, meine Damen und Herren, was haben die denn da an? Der Herr Heder, der Herr Globus hätte ich beinahe gesagt, achtet sehr auf Hygiene. Das ist korrekt. Die Hygienevorschriften besagen ganz klipp und klar, dass wir dafür Sorge tragen, dass keine Fremdkörper in die produzierenden Bereiche wie Fleischerei, Bäckerei, Gastronomie, Fischtheke oder Käsetheke hineinkommen dürfen. Und der Fremdkörper heute bin ich, ne? Ja, definitiv. Aber deswegen haben wir sie so gut wie möglich abgeschützt hier. Das haut auch soweit ganz gut hin. Freue ich mich schon drauf. Und ein Hinweis gleich zu Beginn an unsere Zuschauerinnen und Zuschauer, die sich da angesprochen fühlen. Sie suchen Personal. Ja, so wie alle, glaube ich, auch im Handel. Hier natürlich das Thema produzierender Bereich, also Metzger, Gesellen, aber auch Fachpersonal für die Bedienungstheke vorne. Spezielles Angebot für die Zuschauer haben wir heute. Diejenigen, die sich dazu entschließen, zu uns zu kommen, werden wir eine Wechselprämie für die Gesellenmetzgerei von 4.000 Euro ausschreiben. Und für die Bedienbereiche werden wir 2.000 Euro. Und das wird nur für Ihre Zuschauer sein. So, und das heißt, wenn Sie sich bewerben bei Globus, in welchem Bereich auch immer, unbedingt Stichwort Hamburg 1 dazu sagen, dann wird die Wechselprämie, die hier normal ist, verdoppelt. Aber vergessen Sie das Stichwort Hamburg 1 nicht. Herr Heder, vielen Dank bis hierher. Sie verweisen mich jetzt weiter an einen Ihrer tollen Mitarbeiter. Und jetzt werden wir mal hinter die Kulissen luschern bei der Fleischerei, bei der Zerlegung und so weiter. Unter dem Motto, der gläserne Globus. Denn wir haben nichts zu verbergen. Das ist korrekt. Ich wünsche Ihnen viel Spaß dabei. Sehen Sie, meine Damen und Herren, das ist der Herr Nogatzki. Herr Nogatzki, Sie haben uns Ihre beiden Nachbarn hier mitgebracht. Können Sie uns die Herrschaft mal vorstellen? Ja, das ist der Nachbar Charolais Rind. Kommt direkt aus Frankreich zu uns. Ist halt traditionelle Zucht, sag ich mal. Die Tiere stehen auf der Weide, Ammhaltung. Ne? Die jungen Bullen werden im Alter zwischen 7 und 9 Monate von der Herde getrennt, weil sie dann flügge werden, weil sie dann Unruhe stiften. Und kommen dann in Frankreich in Offenstallung, wo sie dann auf das Endgewicht hochgezüchtet werden.
Und hier stiften Sie keine Unruhe mehr. Unwahrscheinlich. Der Zeitpunkt ist überschritten sozusagen. Ja. Das wird jetzt hier alles verarbeitet, zerlegt und so weiter. Wir zerlegen auch noch richtig selber die Tiere. Also wir bestellen halbe Schweine bzw. die Rinderviertel und zerlegen hier vor Ort alles selber, damit wir auch die größtmögliche Frische für den Kunden sicherstellen können. Herr Nogaski, können wir uns das mal angucken? Aber natürlich. Selbstverständlich. Dann gehen wir da mal hin. Jetzt sehen wir den Kollegen im Hintergrund auch schon arbeiten mit scharfem Messer und entsprechenden Handschuhen. Was macht er da genau? Er pariert gerade Schultern. Für die Verarbeitung, für die Herstellung von unseren Frühstücksknackern und sowas. Er pariert das so weit, dass wir daraus Hack herstellen können, beziehungsweise sortiert aus, was wir zum Verkuttern nehmen. Ich verstehe, es ist doch schön, wenn heutzutage noch einer pariert. Ne? Wie viel Rinderviertel werden denn hier zerlegt? Ich frage nicht nur für unsere Zuschauer, sondern auch fürs Finanzamt. Wir machen am Tag so 10 halbe Schweine und einen ganzen Bull. Ne? Das heißt 2 Hinterviertel und 2 Vorderviertel, um einfach sicherzustellen, dass wir auch genug Verarbeitungsfleisch haben. So, hier sind wir jetzt quasi in unserer Kutterei. Ne? Alles, was der Kollege jetzt als Kutterfleisch aussortiert hat, wird hier verarbeitet. Was ist Kutterfleisch? Kutterfleisch ist vom Schwein des S3 oder vom Rind Dreierfleisch. Das ist so blutiges, sehniges, was man halt nicht im Mett haben möchte oder in der Wurst haben möchte, als solches, als grobes Grobanteil. Das verkuttern wir hier. Und aus dem Kutterfleisch, also wenn Sie es verkuttert haben, genau. Was wird denn daraus gemacht? Wiener Bockwurst, Fleischkäse, unsere Brühwurst, die wir herstellen. Ne, also alles Mögliche. Okay, dass man das mal gesehen hat, das ist das Kutterfleisch. Und ich sehe gar keinen Kutter hier. Das ist unser Kutter. Das ist der Kutter, siehst du, so sieht ein Kutter aus. Alles in Butter auf dem Kutter, kann man da nur sagen. So, nun sind wir an dieser Maschine hier, das ist der große Trichter. Was ist das für eine Maschine, was passiert hier? Das hier ist unser Vakuumfüller, der mir quasi das Drehbrett nach vorne befördert, damit ich es in den Därme füllen kann. Das ist das, was wir vorhin gekuttert haben? Genau, das haben wir vorhin gekuttert, das haben wir jetzt eingefüllt. Hier machen wir die Wurst. Hier machen wir die Wurst, richtig. Ich habe hier einen Schafseitling, hier unten ist ein Schaufelrad drin, welches sich, je nachdem wie ich die Maschine einstelle, verschieden schnell dreht und mir das Brett dadurch nach vorne befördert. Ha, da kommt er! Und es ist ja Tradition, eine Wiener per Hand abzudrehen. Und das machen wir genauso. Das machen wir auch jeden Tag und jeden Tag frisch. Ne? Es gibt Leute, die nehmen Maß, legen sich das hin und dann wird nur noch abgedreht. Ups. Dürfte ich das auch mal versuchen oder würde das Hygieneregeln widersprechen? Nee, Sie sind ja beim Reinkommen, haben sich ja die Hände gewaschen. So ist das. So, also. Ich drehe mal, ich messe jetzt mal nicht ab. Die Kunden freuen sich, die Würste sind ein bisschen größer. Hat ja auch ein Prominenter gedreht. Ich mache mal zwischendurch auch mal so eine etwas kleinere. Mache ich das entsprechend so Ihren betrieblichen Vorgaben oder ist noch Luft nach oben? Es ist, in der Metzgerei gibt es immer Luft nach oben. Stillstand heißt Rückstand. Sie sehr charmant ausgedrückt. Guck mal, also so würde das gehen. Genau. Ja? Also diese Wechselprämie, über die wir gesprochen haben, können Sie mir schon direkt auch auf die Hand geben. Einmal Würste wieder bei mir sein. Das sind jetzt was für Würste? Das ist grobe Bratwurst, die wir herstellen. Ja. Das ist die grobe, meine Damen und Herren. Und die kommt von einem Becken ins andere. Ich nehme an, das ist heiß und das ist kalt. Hier in dem Becken haben wir 75 Grad. Um quasi auch einen Kern von 75 Grad zu erreichen, damit wir die mikrobiologische Kulturen so weit zum Stoppen oder Abtöten bringen, dass die Würstchen nicht innerhalb von 2 Tagen verderben. Aha. So. Ja, meine Damen und Herren, jetzt werden Sie sich wundern, endlich werde ich mal geräuchert. Das ist so eine Räucherkammer. Richtig, das hier ist eine sogenannte Kombikammer, eine Brüh- und Räuchereinheit.
Die kann quasi beides. Sie kann die Wurst abbrühen, sie kann aber auch Rauch erzeugen. Wir arbeiten hier mit dem Reiberauchverfahren. Das ist das Räucherholz. Das ist das Räucherholz in diesen kleinen Kammern. Das ist genau, das ist hier drinne. Da unten haben wir quasi so ein kleines Rädchen, welches den Reiberauch erzeugt. Und meine Damen und Herren, da kann ich nur bedauern, dass es noch kein Geruchsfernsehen gibt, weil das riecht jetzt so schön, so ein bisschen geräuchert. Ne? Ganz lecker. Wir machen die Klappe wieder zu. Klappe zu, Affe tot. Dankeschön. Guck mal, da ist das fertige Produkt, was wir sozusagen eben noch von Hand gedreht haben. Das sind die Wiener und andere Würstchen. Richtig. Das hier sind die Wiener, die wir vorhin abgedreht haben. Ist natürlich auch rezepturentechnisch auf Hamburg zugeschnitten. Der Hamburger Geschmack ist ja eigen. Ist das so, ja? Ja. Ach, wir Hamburger sind so eigen im Geschmack. Das hat, glaube ich, auch zu tun mit so Gewürzmischungen. Wir arbeiten ja mit einzelnen Gewürzen. Also wir kriegen keine Beute, die wir aufreißen, sondern wir wiegen jedes Gewürz einzeln ab, weil wir genau wissen, wie viel muss wovon ran. Und was ist dann das Spezielle an dem hamburgischen Geschmack? Was mögen wir denn besonders gerne? Worauf achten Sie für den Hamburger Kunden? Der Hamburger mag Knoblauch sehr gerne und er mag es auch etwas feuriger. Also ja, das stimmt. Ja. So, und die Kombination ist zum Beispiel bei uns in der Wiener enthalten. Damit werden Sie in Niedersachsen nichts, ja. Aber in Hamburg. In Hamburg, genau. Das wäre sozusagen nahezu das Finale dieser Sendung, meine Damen und Herren. Wir wollten Ihnen diesen Prozess mal zeigen unter dem Motto der gläserne Globus. Das wurde uns so versprochen, das haben Sie eingehalten. Toller Gesprächspartner, vielen herzlichen Dank, dass Sie sich die Zeit genommen haben. Und Dankeschön. Sehr gerne. Hausmeister Rudi unterwegs in einer Fleischerei im XXL-Format. Und Sie haben es gehört im Beitrag, sollten Sie in dem Bereich arbeiten und vorhaben zu wechseln, bewerben Sie sich dort, nennen Sie das Stichwort Hamburg 1 und vergrößern Sie die Wechselprämie. Vielen Dank an unseren Hausmeister. Folge 1 von vielen weiteren neuen Folgen, die werden wir Ihnen in den nächsten Wochen zeigen. Und wir werden den Hausmeister natürlich noch einmal live hier im Studio begrüßen, dann auch in den nächsten Wochen, würde ich vorschlagen. Und bei der Gelegenheit könnte er ja auch gleich mal die Schrauben vom Kamerastativ nachziehen. Das wackelt nämlich ein bisschen. Wie sieht's aus im Chat? Die Frage kommt auf, warum darf der Fleischermeister eigentlich einen Bart tragen? Daraufhin schreibt dann Kapitän Klaus, er ist Geschäftsleiter und kein Fleischer. Na und, der Bart muss weg. Leonor mag keine Bärte. Wahrscheinlich gab es keine Bartnetze mehr. Also ein Haarnetz hatten sie ja auf jeden Fall auf. Bartnetz wird wahrscheinlich schwierig, es sei denn, man setzt wieder eine Maske auf, wie zu Corona-Zeiten. Der Rudi, der erinnert Svenja an Wiegald Boning von der Stimme her. Oder war es doch Olli Dietrich? Wie heißt denn das Wetter heute? Wie heißt das Wetter heute? Also hier in Hamburg würde ich sagen, Nieselregen. Hamburger Schiedwetter ist immer so ein Überbegriff für alle diejenigen, die von außerhalb zuschauen. Aber das ist noch kein echtes Schiedwetter. Also es ist nur ein bisschen grau. Wir haben immerhin 17 Grad auf dem Thermometer und es nieselt ein wenig. Oder ist gemeint, wie die Wetternamen heißen. Vielleicht kann man ja hier einmal nachschauen, Tiefdruckgebietsnamen, denn das wurde ja auch schon diskutiert. Sind die Namen eigentlich immer männlich und weiblich? Wie heißen Tiefdruckgebiete, wie heißen Hochdruckgebiete und wird das dann immer mal wieder aufgeteilt? Ich weiß es ehrlich gesagt gar nicht. Wo kann man das denn nachgucken, wie aktuell die Namen sind? Ich gucke hier mal, Tiefdruckgebiete 2024 finde ich auf der Seite wetterpate.de, großartig. 24. Juli sehe ich hier zuletzt. Johanna gab es am 24. Juli. Kirsti und anonym. Larissa, Mina, Nicole, aber ohne Datum. Also wer da Näheres weiß, der kann uns gerne einmal schreiben. Wer zum Beispiel die Wetternamen weiß oder weiß, wo ich das genau einsehen kann. Es ist 8:29 Uhr. Wir hatten gestern eine tolle Sendung mit meinem geschätzten Hamburg 1-Kollegen Bedo. Da haben wir ganz viel erzählt. Wir haben bei
allem plaudern, allerdings die Kinotipps vergessen. Und die würde ich an dieser Stelle gerne einmal nachliefern, denn es gibt den einen oder anderen interessanten Streifen, der neu gestartet ist oder der ganz neu startet. Wie zum Beispiel 2:1, ein Film, der heute neu in den Kinos anläuft. Nee, gestern ist er neu angelaufen, aber heute sozusagen natürlich dann auch noch fast als Premiere zu sehen. 2:1, eine deutsche Produktion mit Sandra Hüller, Max Riemelt und Ronald Zierfeld. Es ist eine Geschichte, die grob auf wahren Begebenheiten beruht. Und zwar finden einige Freunde kurz nach der Wende 1 Million DDR-Mark und überlegen sich natürlich, was sie jetzt damit anstellen und wie es vielleicht gelingen könnte, die Kohle in Westmark umzutauschen. 2:1, wir schauen uns zur Einstimmung, würde ich vorschlagen, mal den Trailer an. Ich soll mir was Schwarzes anziehen. Und ist das legal, was wir da vorhaben? Was legal ist und was illegal ist, derzeit sowieso eher von der Seite des Betrachters abhängig. Das ist unser seit gestern ehemaliges Geld. Wir dürfen das. Das ist Klopapier. Was denken wir, wie viel ist denn das? Das sind ein paar Millionen. Guten Tag, Herr Jaritzer. Ich möchte Ihnen nur etwas ganz Interessantes zeigen. Wir haben leider nur einen Haufen Ostgeld. Tut mir wirklich leid. Ja, 1:7 nehme ich auf euer Geld. Man kann ja noch bis Freitag einzahlen. Also noch 3 Tage. Also wir reden über Geld, was du gefunden hast und was dem Staat gehört. Und weil es dem Staat gehört und wir eine Volkswirtschaft sind, gehört es dem Volk. Und da wir das Volk sind, gehört es quasi uns. Jeder von euch kriegt jetzt Geld und kauft damit so viel er kann, bis die Westler nicht mehr kommen. Wir zocken bis auf die letzte Minute. Hey Leute, wir wollen das doch hier zusammen machen. Wem gehört denn jetzt das Geld? Wem gehören die Sachen? Stopp! Also, wir haben uns was überlegt. Wir kaufen unseren VEB. 200er, die gibt's doch gar nicht. Nie ausgegeben. Die sind gedruckt worden, damit wir liquide sind, wenn wir die BRD übernehmen. All die Jahre wurden wir beschissen. Aber das hast du immer schon gewusst. Ja. Aber gehofft habe ich es anders. 200er gibt's doch gar nicht. Scheiße. Falls ihr jemanden findet, der hier mit Farblosen rumkleckt. Das ist Zerstörung staatlichen Eigentums. Wie ist das sozialistischen Volkseigentum? Nein, jetzt ist staatlich, glaube ich. Wir sind keine Verbrecher. Wir wollen nur ein bisschen Gerechtigkeit. Jetzt haben wir den Sozialismus ruiniert und jetzt ist der Kapitalismus dran. Kapitalismus hat uns. Ja. Man könnte es auch freie Marktwirtschaft nennen. Ist aber das Gleiche. Das stimmt. 2:1 neu im Kino. Was stellen die Freunde an, nachdem sie Millionen von DDR-Mark gefunden haben, dummerweise kurz nach der Wende? Neu im Kino und wer heute vielleicht plant, dem grauen Wetter zu entfliehen, der kann sich ja diesen Film im Kino anschauen oder geht in To the Moon, ein Film, der schon einige Tage im Kino läuft, den wir hier aber auch noch nicht vorgestellt haben. In den Hauptrollen, also wirklich prominent besetzt mit Scarlett Johansson und Channing Tatum, da geht es um die Mondlandung in den 60ern. Die Geschichte, die beginnt allerdings schon 1961 und die ganze Planung vorab, die behandelt vor allem die Idee, die Mondlandung in einem Studio zu drehen und quasi zu faken. Und damit spielt der Film natürlich auf entsprechende Verschwörungstheorien an. To the Moon, neu im Kino. Schauen wir mal rein. Hey, Joe. Guten Abend, Cole. Miss, Sie stehen in Flammen. Wie originell. Nein, ich will mich nicht mit Ihnen hinwerfen und auf dem Boden rumrollen. Nein, Ihr Buch steht in Flammen. Okay. Oh mein Gott. Alkohol und Flammen, die mögen sich. Cole Davis. Kelly Jones. Die öffentliche Unterstützung der Mondmission ist auf dem Tiefpunkt. Jeden Tag geht hier irgendwas kaputt. Wir sind tot, schon wieder. Oder fliegt in die Luft. Das Weltraumprogramm ist ein aufgeblasener Schlamassel. Die NASA braucht einen Marketing-Spezialisten und Sie sind einfach die Beste. Entschuldigung, was machen Sie denn hier? Ich dachte, da war was zwischen uns, also habe ich Sie gesucht. Was? Das war ein Witz. Ich arbeite jetzt hier. Wir verkaufen den Mond. Die NASA ist nichts, was man mit einem Liedchen und einem Slogan verkauft. Wenn ich fertig bin, werden diese Männer berühmter als die Beatles sein.
Wer ist das? Für mich ist das was Persönliches. Er hat meinen Namen. Sie haben gesagt, Ihre Leute geben keine Interviews, also musste ich andere engagieren. Ich bin zum Casting hier. Wer ist das? Sie. Sie sind eine reizvolle Rolle. 60 Kampfeinsätze in Korea. Es waren 52 Einsätze in Korea. Es waren 52 Einsätze in Korea. Wie war das? Was? Die ganze Welt wird zusehen. Wir können es uns nicht leisten, gegen die Russen zu verlieren. Wir müssen eine Alternativversion der Mondlandung drehen. Sie wollen es vortäuschen? Kein Mensch darf erfahren, was wir hier tun. Das kann ich nicht akzeptieren. Die erschießen dich. Wie hoch ist mein Budget? Oh, Mann! Ich weiß viel mehr über den Mond als über Sie. Gib mir Go, No-Go für den Launch. Wenn du diese Mission vortäuschst, werden alle Opfer, die wir gebracht haben, umsonst gewesen sein. Du weißt, ohne mich wäre es nie zu diesem Tag gekommen. Vier, drei, zwei, eins und... Mein Armstrong ist eine weinerliche Pussy. Wir müssen umbesetzen. Hätten wir nur Kubrick geholt. To the Moon, neu im Kino. Unsere Kinotipps, wir wünschen wie immer viel Spaß und gute Unterhaltung. Und den kennen Sie natürlich, Freddy ist da, unsere Fußballlegende. Hallo Freddy, schön, dass du da bist. Guten Morgen. Die Leute, die philosophieren ja immer, was für ein Fan du bist. Und wir können es nicht oft genug sagen. Und es macht auch gleichzeitig ziemlich viel Spaß, finde ich, damit so ein bisschen zu spielen. Wir halten das Geheimnis hoch. Freddy wird sich da nicht äußern und nicht positionieren. Ich darf aber eine Frage weiterleiten von Ruhr-Tommy. Ja. Der hat nämlich gefragt, ob du in irgendeiner Form einen offiziellen Kanal hast. Instagram, Facebook, TikTok, kann er dich irgendwo finden und verfolgen? Ja, da kann er mich finden. Ich kann ihm den Namen, können wir vielleicht mal im Chat schreiben, auf jeden Fall. Ja, hast du den direkt oder soll ich den nachreichen? Den kann man vielleicht dann oder den kann man jetzt direkt... Ja, wie, was soll ich reinschreiben? Ad oder also wie? Ad und dann mein Namen und dann Official. Freddy und Also meinen ausgeschriebenen Vornamen. Okay, so? Genau. Und dann Official. Official, genau. So, Frederik Zaniolo Official, da gibt es weitere Infos zur Legende. Der vielleicht Schalke-Legende, vielleicht HSV, vielleicht Dortmund, vielleicht Bayern, vielleicht Real Madrid, man weiß es nicht. Freddy, wir haben heute eine Menge vor. Ich habe uns ein bisschen was zum Spielen mitgebracht. Mhm. Dazu kommen wir später. Wir müssen einmal ein bisschen, wenn wir über Sport reden, heute natürlich über Olympia reden. Gestern haben die Frauen ja 3-0 gewonnen gegen Australien. Heute, also im Fußball, dann gibt es heute die große Eröffnungsfeier. Wir haben heute das tolle Bild gesehen. Eindrucksvoll, wo war es denn eigentlich hier? Ne? Dieser Beachvolleyball-Court direkt unter dem Eiffelturm. Krass, also sieht echt gut aus, ne? Ja, ist auf jeden Fall auch eine unglaubliche Kulisse. Denn sonst bei den Olympischen Spielen war es immer so, dass die Spiele ja mal eher außerhalb stattfanden. Das ist, glaube ich, so zum ersten Mal, dass es direkt in der Innenstadt ist. Genau, und dann wird es natürlich ein großes Promi-Aufgebot geben. Heute Abend die Live-Übertragung in der ARD von der Eröffnungsfeier. Wir sehen hier zum Beispiel die Schlagzeile heute im Sportteil der Bild. Kommt Kamala Harris zur Eröffnungsfeier. Welt- und Europameister Zinedine Zidane entzündet er heute das olympische Feuer. Ich muss jetzt sagen, ich habe das jetzt noch gar nicht so verfolgt im Vorfeld. Ist das immer so ein großes Geheimnis? Also weiß man das vorab gar nicht? Oder ist das jetzt im übertragenen Sinne gemeint? Das fragt, denn ich habe bis jetzt Olympia nie so wirklich verfolgt. Deswegen am Rande wahrscheinlich. Ich jetzt immer so am Rande verfolgt und ich habe da nie wirklich drauf geachtet. Ja, so geht es mir auch. Das haben wir gestern schon gesagt. Ich weiß nicht, wie ihr das seht. Ihr könnt auch gerne mal in den Live-Chat schreiben. Also bei einer Fußball-Europameisterschaft oder bei einer Weltmeisterschaft ist es ja so, dass man sich natürlich immer auf die einzelnen Spiele freut. Man fiebert immer den deutschen Begegnungen entgegen und dann freue ich mich immer auf einzelne Partien, die ich dann natürlich gucke. Und bei Olympia ist es so, dass ich es immer mal wieder verfolge. Ich schalte zwischendurch mal ein. Ich habe zwischendurch meinen Livestream laufen, auch bei der Arbeit und gucke immer mal, weil es dann auch immer mal Sportarten gibt, die mich vielleicht so im Alltag gar nicht so sehr interessieren, die mich dann aber interessieren. Also machst du es wahrscheinlich ähnlich, ne? Ja, bei mir ist es sehr spontan und ich gucke dann überwiegend, wenn, dann immer Fußballspiele. Hm. Ich habe das auch mal relativ intensiv verfolgt, damals bei den Olympischen Spielen 2016 in Rio.
Da war damals die deutsche Olympia-Auswahl sehr gut. Da ist damals zum Beispiel, da war der Durchbruch damals von Serge Gnabry, der ist da aufgefallen durch das Turnier. Vorher war ein relativ unbekannter Spieler und hatte da bei der Olympia seinen Durchbruch, weil er da ein überragendes Turnier gespielt hat. Da ist Deutschland auch ins Finale gekommen, damals gegen Brasilien. Das war ein 1:1, da ging es damals in die Verlängerung und ins Elfmeterschießen. Und da hat Neymar damals den entscheidenden Elfmeter gemacht. Und so hat Brasilien damals bei der Olympia 2016 dann die Goldmedaille geholt. Wie ist denn das eigentlich mit Fußball und Olympia? Fußball ist ja dann eine von vielen Sportarten. Aber so rein vom Fokus, vom Aufsehen, würdest du sagen, also bei dir klar, aber ja, dass Fußball bei Olympia ein ganz großes Thema ist oder eher eines von vielen? Ich würde eher sagen, eines von vielen, weil es da ja extrem viele Sportarten gibt. Ja, muss man schon sagen. Und was ich irgendwie gestern am Rande verfolgt habe, gab es nicht irgendwie so ein paar Fans von Argentinien, die irgendwie auf den Platz gelaufen sind, weil sie mit irgendwas nicht einverstanden waren? Ja, das habe ich auch so am Rande mitbekommen, dass, ich glaube, da ging es um ein Tor, was nicht gegeben wurde. Da kamen dann sehr, sehr viele Fans, haben dann den Platz gestürmt für anderthalb Stunden. Dann wurde das Tor, und dann wurde der Videobeweis, das nach anderthalb Stunden geguckt, weil es vorher nicht ging. Und dann wurde das Tor nicht gegeben und dann hat Argentinien gegen Marokko mit 1:2 verloren. Tja, ich sag mal so, ist ja Schnee von gestern. Das Spiel gegen Spanien ist ja vorbei und ich will ja auch nicht dazu aufrufen, irgendwie den Platz zu stürmen, aber naja. Man hätte natürlich, also es gibt auch durchaus Fußballfans, die das nicht einfach sich gefallen lassen und dann kurzerhand einfach mal auf den Platz laufen, ist natürlich auch nicht wirklich die aber Lösung. Aber ich persönlich finde einfach, dass es zu weit geht, wenn ja, man so klar, etwas macht. Ja, klar, auf jeden Fall. Das ist noch nicht ernst gemeint. Also das Einzige, was natürlich dazugehört, wenn jetzt eine Mannschaft zum Beispiel aufgestiegen ist, dann wird es ja so sein, dass irgendwann die Tore geöffnet werden, dass die Leute einfach auf den Platz laufen, weil das gehört dann irgendwie mit dazu. Und dann ist es ja auch ein Sicherheitsaspekt, ne? Dass es da keine Leute gibt, die sich da irgendwie am Zaun quetschen oder so. Das hat man ja auch bei St. Pauli gesehen. Da gab es ja auch dann einen Platzsturm nach dem Aufstieg. Ja. Oder beim HSV damals, als sie noch gegen den Abstieg spielten, aber das Blatt immer noch mal wenden konnten. Ich erinnere mich zum Beispiel an dieses Freistoßtor damals von Marcelo Diaz, als der HSV in der Relegation gespielt hat und dann gerettet wurde. Da war ja auch einiges los. Genau, das war die Relegation 2015, dann auch zwei Jahre später. Das war der 34. Spieltag der Saison 16-17. Da hatte HSV damals gegen Wolfsburg gespielt und da hat damals Luca Waldschmidt kurz vor Schluss das 2:1 gemacht. Und dann war auch eine Riesenparty im Volkspark. Die Fans haben auch da an den Platz gestürmt, dann total gefeiert, dass man in der Liga bleibt. Haben damals sogar auch den damaligen Trainer Markus Gisdol auf Händen getragen. Stimmt. Die Spieler auch, also da ging es damals ab. Da hat doch noch jemand den Torpfosten irgendwie abgebaut. Ne? Ich glaube, das Tor war kaputt. Und da hat man irgendwie ein Stück vom Pfosten und auch das Tornetz irgendwie mitgenommen und später in irgendeinem Vorgarten gefunden. So ist das, glaube ich, mitbekommen. 2015/16 Relegation. Dieses das war, Tor von das war dieser 14/15. 14/15. War das eigentlich gegen Greuther Fürth oder? Das war gegen Karlsruhe. 2014 war gegen Greuther Fürth. 2014 Hinspiel gegen Greuther Fürth im Volkspark 0:0. Dann im Rückspiel ein 1:1. Da hat ja Lasogga damals noch ein Kopfballtor gemacht und da hat er sich das erste Mal gerettet. Ein Jahr später ging es erneut in die Relegation. Dann gegen Karlsruhe zu Hause im Volkspark ein 1:1. Da hat damals für Karlsruhe das 1:0 Ruven Hennings gemacht. Damals hat noch beim HSV dann Ivo Iličević den Ausgleich gemacht. Dann gab es das Rückspiel. Karlsruhe hat damals durch Reinhold Jabo das 1:0 gemacht. Da sah es wirklich danach aus, als würde der HSV absteigen. Und dann kurz vor Schluss dann dieser legendäre Freistoß, wo auch Marcelo Diaz damals noch gesagt hat, tomorrow my friend, hat er den reingemacht. Dann gab es die Verlängerung. Stimmt. Dann war die Moral von Karlsruhe so ein bisschen gebrochen. Und dann hat Nikolai Müller damals das 2:1 gemacht. Und Karlsruhe hat dann zwar noch einen Elfmeter verschossen. Der hätte in dem Sinne aber nicht viel gebracht, weil in den Relegationsspielen auch die Auswärtstorregel gilt. Guck mal, da kann man selbst als HSV-Fan, der es eigentlich miterlebt hat, da merkt man mal, wie man das als Normalo verfolgt, noch was lernen, weil du es einfach noch wieder ganz genau weißt. Also diesen Freistoß, den werde ich natürlich nie vergessen. Aber die ganzen anderen Treffer, vor allem Hinspiel, Rückspiel, die habe ich natürlich nicht mehr so ganz auf der Pfanne. Ich weiß nur noch, das Rückspiel war ja auswärts und wir waren dann als Journalisten im Volksparkstadion und da gab es ja ein Public Viewing, auch für die Fans, die dann eben nicht mitgefahren sind. Die waren dann trotzdem auf der Nordtribüne und haben sich das angeguckt und wir waren in so einer Art Pressebereich, Logenbereich und haben von oben auch gefilmt und berichtet. Und dann war es eben so, dass ein Kollege von damals Sky Sport News hat immer
so ein bisschen die anderen aufgezogen, indem er immer so getan hat, als wüsste er, was passiert, und hat immer gesagt, ja, das ist jetzt ein Treffer, das ist keiner. Und dann hieß es irgendwann so, ja, pass mal auf, sei jetzt mal ruhig. Und der hatte aber tatsächlich das in ihr. Und der hatte natürlich das Originalsignal. Also das TV-Signal war ja ein paar Sekunden verzögert. Und er wusste aus seiner Sendezentrale natürlich, was passiert. Und als dann Diaz angelaufen ist für den Freistoß, hat er auf einmal gebrüllt und und alle dachten, dass das nicht ernst gemeint wäre, weil er davor schon immer so ein bisschen damit gespielt hat. Aber diesmal stimmte das. Und er hatte wirklich das Signal in Echtzeit auf dem Ohr und der Treffer hat gezählt und es war auf jeden Fall legendär. Sehr, sehr interessant. Ich weiß sogar noch, welche Trikots der HSV da anhatte. Das waren damals, das war das dritte Trikot der Saison 14-15. Das war ein rotes Trikot mit weißen Akzenten und das Auswärtstrikot damals, das war ein dunkelgraues Trikot mit orangenen Akzenten. Ne? Pass auf, jetzt kommt's. Heute wird doch das Auswärtstrikot vom HSV präsentiert, oder? Genau. Ist das schon da oder kommt das erst noch heute? Das müsste eigentlich noch kommen. Wann denn so? Im Laufe des Tages? Ich glaube, im Laufe des Tages, könnte ich mir vorstellen. Okay, dann können wir doch am Montag darüber reden. Weil das fehlt ja noch. Das Heimtrikot gefällt mir nämlich ganz gut. Das hatten wir ja schon einmal gezeigt hier in den letzten Tagen. Das sieht ungefähr, nee, nicht ungefähr, sondern genauso aus. Also blau-weiß, bisschen schwarz. Und was ich interessant finde, diese angedeuteten Streifen, diese Querstreifen, sind in Wahrheit, das kann man hier jetzt vielleicht ein bisschen erkennen, doch, das sind so graue Streifen, die bestehen aber aus kleinen einzelnen Quadraten. Darin sind HSV-Rauten und 1887 ist da aufgedruckt, das Gründungsjahr des HSV. Ja, wir sind gespannt, wie das Auswärtstrikot dann aussieht. So, Olympia heute Abend, also oder ab heute Abend, ganz großes Thema. Wir werden es natürlich verfolgen. Dann hatten wir ja heute früh ein bisschen aktuelles Update nach dem Trainingslager vom FC St. Pauli. Was ist hier jetzt eigentlich los im Sportteil beim HSV und FC St. Pauli? Was sind da so die Schlagzeilen? Also da geht es darum, über die Vorbereitungen, wie es insgesamt so war für den HSV. Also welche Spieler da auf sich aufmerksam machen konnten, wer gut trainiert hat. Das ist ja so ein Gesamtüberblick. Und bei St. Pauli ist es auch ähnlich. Sozusagen, wer noch gehandelt wird als Neuzugang. Ja. Wie es einfach so generell läuft. Was war denn jetzt eigentlich mit den großen Welttransfers, sage ich mal, die ganz großen Clubs beschäftigen? Gibt es da jetzt eigentlich neue Gerüchte oder irgendwas Neues zu verbriefen? Bis jetzt noch nicht wirklich viel. Ich kann nur weiter bestätigen, dass Juventus jetzt mit Dortmund verhandeln wird, dass es da sozusagen weitergeht. Sie haben ja erst mit seiner Beraterseite geredet und jetzt werden sie an ihren Verein rantreten und die Verhandlungen weiter aufnehmen. Wir werden natürlich weiterhin dranbleiben und Sie auf dem Laufenden halten. Ich gucke mal, was es hier ansonsten gibt. Also es ist natürlich ganz viel Olympia hier nochmal genau mit Köpfchen. DFB-Frauen siegen wie Horst. 3-0 gegen Australien. Argentinien legt Protest nach Skandalspielen. Ja. Das war das, als es da diesen kleinen Platzsturm gab. Dann sitzt hier Max Verstappen im Rennsimulator, weil er zu viel zockt. Schlafbefehl für Verstappen. Wie ist das denn jetzt gemeint? Sitzt der zu viel im Rennsimulator? Wobei, das machen die doch zur Vorbereitung, oder? Das ist doch nicht, um zu zocken und ja, zu streamen, auch mehr vermuten. Das ist eher wie so ein Fahrsimulator. Wobei, ich würde gerne mal so einen richtigen Formel-1-Simulator fahren, ehrlich gesagt. Ach, und was ich noch sagen kann, wozu es auch neue Erkenntnisse gibt, ist um Xavi Simmons. Da hieß es ja lange, dass Bayern an ihn intensiv baggert, dass sie ihn jeden Tag anrufen. Aller Voraussicht nach hat er sich jetzt für eine weitere Leihe zu RB Leipzig entschieden und wird höchstwahrscheinlich das nächste Jahr jetzt bei RB Leipzig verbringen. Weil er bei Leipzig einen Stammplatz gesichert hat, bei Bayern hätte er auch eine große Chance gehabt, bei PSG auch auf einen Stammplatz, aber hätte es dort nicht so garantiert wie bei RB Leipzig gehabt. Und deswegen hat Xavi Simmons sich höchstwahrscheinlich zu einem weiteren Leihjahr bei RB Leipzig entschieden. Ist das eine Entscheidung, die du dann auch nachvollziehen kannst, aus seiner Sicht, aus Beratersicht? Ja, ne? Kann ich schon, definitiv. Er ist ja 21 Jahre jung, er hat noch sehr viele Jahre Vorsicht und da ist es in dem Sinne auch definitiv eine kluge Entscheidung, jetzt noch ein Jahr bei Leipzig zu sein, dort noch mehr Erfahrung zu sammeln und dann nächstes Jahr ist er 22, hat er immer noch genug Karrierejahre vor sich und dann kann er ja immer noch den nächsten Schritt machen. Okay, ja, na klar, also da ist noch ein bisschen Zeit und die Möglichkeit, sich noch in die eine oder andere Richtung zu entwickeln. Ich sehe hier gerade noch aus aktuellem Anlass im Sportteil vom Abendblatt, HSV sieht sich bereit für Köln. Am nächsten Freitag geht es ja los zum Start in die Zweitligasaison, aber die Offensive bereitet Sorgen. Siehst du das auch so? Sind die irgendwie beim HSV? Bis jetzt eigentlich nicht. Die Vorbereitung kann man ja auch in dem Sinne nicht so wirklich werten, weil es ja einfach nur viele Experimente sind. Ich finde sogar, der HSV ist in der Offensive sehr, sehr gut aufgestellt. Vor allem, du hast im Sturmzentrum Glatzel, du hast Selke, du hast noch einen anderen Schnemmet. Du hast auf den Außenbahnen hast du Ferrei, du hast Dompe, du hast Königsdörfer, du hast Jatta. Du hast dann auch noch in der Zentrale auf diesen Achter- bzw. Zehner-Position
hast du Karabets, du hast dort Ferrei, du hast dort Reis. Ich finde, der HSV ist in der Offensive, gerade in der Offensive, extrem stark aufgestellt. Nominell auf jeden Fall ja, was die Namen angeht. Ich glaube, die spielen hier auf Wackelkandidaten an, wenn zum Beispiel Glatzel und Selke nicht fit sein sollten. Das wäre natürlich die Frage. Dann hat man auch mit Nemeth sogar noch als dritten Stürmer, finde ich, einen extrem guten Mann. Und das ist schon ein definitiv ein Privileg für den HSV, so aufgestellt zu sein in der zweiten Liga. Wir gucken mal in den YouTube-Live-Chat, da geht es natürlich viel um Olympia und die Sportarten. Der eine oder andere, zum Beispiel Kapitän Klaus, verfolgt sehr gerne Schwimmen oder auch nur Schwimmen, ist berufsbedingt, da er Kapitän ist. Das ist übrigens kein Nickname, sondern er ist wirklich Kapitän. Oder auch Turmspringen, Wasserball und Triathlon. Und dann ist noch die Frage, ob er Bademeister ist. Nein, Kapitän. Und Synchronschwimmen. Schaut euch das mal an. Dann wurde hier gefragt, wann ich eigentlich mal wieder einen Witz mache. Naja, das ist mit den Witzen immer nicht ganz so einfach, ehrlich gesagt, weil die, die in der Zeitung stehen, ich habe heute früh schon mal reingeguckt und habe das auch eben hier reingeschrieben, die sind heute, ich würde sagen, mal wieder ausbaufähig, eher so semi-gut. Und meistens ergeben sich die besten Witze, finde ich, situativ. Da kann man nicht so richtig drauf hinarbeiten. Die müssen einfach kommen, das muss aus dem Flow kommen und das ergibt sich meistens aus dem Gespräch. Also wir geben unser Bestes, für euch unterhaltsam zumindest zu sein. Und wenn es denn passt, dann natürlich auch mal lustig. So, danke Angie. Du, ewiges Ass übrigens noch. Angelique Kerber zu ihrem Karriereende. Eine großartige Tennisspielerin, die damit auf jeden Fall sich von der Bühne verabschiedet. Tennis, übrigens eine Sportart, hast du gesagt, verfolgst du nicht so. Genau. Ich schon eher, allerdings auch jetzt nicht so, dass ich da jetzt der richtige Experte wäre, aber ich habe lange Jahre aktiv Tennis gespielt und bin, naja, ich würde mal so sagen, passiver Tennisspieler. Ich habe zum Beispiel am vergangenen Wochenende zum ersten Mal seit längerer Zeit wieder gespielt, das gute Wetter genutzt und das hat sehr, sehr viel Spaß gemacht. Ich habe auf jeden Fall den Plan gefasst, das jetzt wieder regelmäßig zu machen. Und insofern, ja, schauen wir mal. Wenn ihr eure sportlichen Pläne mit uns teilen wollt, schreibt sie gerne in den YouTube-Live-Chat. Was sind eure Sportarten nicht nur zum Gucken, sondern auch zum selber Machen? Nochmal kurz zurück zum Autorennen. Ich habe ja eben Max Verstappen im Rennsimulator gesehen. Ich bin ja sehr großer Autofan und ich war 2018 auf einem Roadtrip durch Italien, war auch in Modena und Maranello und war im Ferrari-Museum. Total cool, da gibt es so eine Hall of Fame, also eine halbrunde Tribüne sozusagen, wo die ganzen Original-Formel-1-Weltmeisterfahrzeuge aufgestellt sind. Und wenn man dann durch ist mit diesem Museum, dann hat man noch die Möglichkeit, Rennsimulator zu fahren. Leider kostet das nochmal extra und zwar nicht zu knapp zu dem Eintrittspreis obendrauf und sind, glaube ich, auch nur knapp 6 Minuten. Ich habe es mir dann letztendlich geschenkt. Aber um ein bisschen Werbung zu machen an dieser Stelle, wer mal einen guten Rennsimulator fahren möchte, kann auch hier in Hamburg ins Automuseum Prototyp. Da gibt es nämlich einen Porsche-Simulator. Da sitzt man in einem Original Porsche 356, große Leinwand vor sich und kann fahren. Das nur am Rande. So, der motivierende Spruch des Tages, der darf natürlich auch nicht fehlen. Ich habe das Blatt schon im Vorfeld abgerissen und mir den Spruch noch nicht angeschaut. Könnt ihr es schon erkennen? Bring dich zum Lächeln, mehr musst du heute nicht tun. So, das ist auch die Aufgabe, die wir uns hier auf die Fahne geschrieben haben. Wir sind für euch eine Stunde da und möchten euch einfach ein bisschen unterhalten und euch gut gelaunt in diesen Freitag und natürlich so langsam und allmählich in Richtung Wochenende schicken. Freddy bei Insta ohne blau-weiße Adidas-Trainingsjacke, völlig ungewohnt. Hast du sie da nicht auf den Bildern? Oder? Tatsächlich nicht auf jedem Foto oder Video. Naja, es mag die Zuschauer vielleicht überraschen, aber wir müssen das Geheimnis lüften. Freddy hat auch noch andere Klamotten. Das stimmt. Also ich habe nicht nur die blaue Jacke, beziehungsweise die blaue Jacke ist nicht an meinem Körper festgewachsen. Ja, wäre auch schlecht, wenn, ne? So, Freddy, ich war gestern unterwegs. Ich hatte angekündigt, ich werde was organisieren. Sportbild habe ich noch nicht geholt, aber das hier. Ich war wieder im Spielzeugladen meines Vertrauens an dem Quartett-Präsenter und es gibt ein Fußballquartett. Ja. Ist das nicht toll? Dann können wir mal reingucken. Und zwar sind das die Weltstars des Fußballs und ich habe mir das extra ausgesucht, weil ich dachte, da hätte ich vielleicht eine Chance, weil es beim Quartett ja auch um Glück geht und nicht nur um Fußballexpertise. Insofern meinst du, ich hätte da vielleicht eine Chance? Ja, wird interessant zu sehen. Das kann man nur so bewerten, als wenn das Quartett losgeht. Ja, ich muss jetzt einmal gucken, warte mal, wie das jetzt hier eigentlich läuft. Also wir haben jetzt hier zum Beispiel Neymar und dann ist es, glaube ich, ein klassisches Quartett. Also hier ist jetzt aufgelistet Länderspiele, Tore, Debüt, Geburtsjahr und Top-Trumps. Faktor hat übrigens nichts mit Trump zu tun, sondern es geht einfach um Trümpfe, glaube ich, ehrlich gesagt. So sieht das aus. Das verstehe ich ja alles, ne? Also mehr Länderspiele sind wahrscheinlich besser, mehr Tore sind besser. Frage wäre, ist jetzt das Geburtsjahr besser, wenn man jünger ist? Das ist eine schwierige Frage, das frage ich mich auch.
Steht das hier irgendwo? Ich glaube, das kann man machen, wie man möchte. Oder wir lassen das raus. Es gibt auf jeden Fall, pass auf, wir lassen das Geburtsjahr raus, weil wir auch gegen Altersdiskriminierung sind. Und das Debüt vielleicht auch. Wir können ja Länderspiele und Tore nehmen und diesen Top-Faktor hier unten. Das ist so eine Klassifizierung. Sagen wir machen, wer mehr hat. Genau, und wer dann letztendlich mehr hat. Jetzt, das hier ist noch Werbung. Aber das stimmt, jetzt hier kommt es dann nicht wirklich auf das Wissen. Also hier ist es reines Zufallsprinzip beim Quartett. Genau, so, und ich habe ja schon einmal mit dem Kollegen Boris hier Quartett gespielt. Da ging es um Autoquartett. Das war für uns super. Wir haben nur festgestellt, dass es für die Zuschauer stinklangweilig war, weil die ja nicht gesehen haben, was wir auf der Hand haben. Also man bräuchte eigentlich wie beim Poker so eine Kamera, die unter einer Glasscheibe ist beim Tisch, sodass man da den Karten drauflegen kann. Aber wir haben bestimmt eine pragmatische Lösung. Ich würde sagen, wir machen das ganz billig. Und zwar können wir ja jeweils unsere Karte einmal in eine Kamera halten und der andere guckt weg. Und dann sehen die Zuschauer, was wir jeweils haben. Wie viele Karten wollen wir denn mal machen? 7 Stück jeder? Ja, das ist eine gute Zahl. Ronaldos Nummer. Sehr gut, genau. So, dann darf man die im Fächer eigentlich halten, ja, ne? Beim Quartett? Ja. Dann kann sie eine aussuchen. Okay, dann gucken wir erstmal. Man lässt sich ja im wahrsten Sinne des Wortes nicht in die Karten schauen. Sehr schön, genau. Nee, hast du noch eine Sonnenbrille eigentlich irgendwie mit fürs Pokerface? Ja, habe ich, aber die müsste ich holen. Die ist jetzt da hinten gerade bei meiner Jacke. Okay, also den kenne ich schon mal. Den kenne ich auch. Den kenne ich auch. Ich kenne alle, die ich jetzt habe. Den kenne ich. Ja, okay, es heißt ja auch das Fußball-Weltstar-Quartett. Ich glaube, es wäre schlecht für uns beide, für dich als Experten und für mich als Ex-Sportjournalisten, wenn ich jemanden nicht kennen würde. Die sollte man schon kennen. Freddy hat 50.000 Follower bei Instagram. Vielleicht solltet ihr bei ihm mal Werbung machen. Hast du 50.000? Ja, das stimmt. Ernsthaft? Warum hast du so viele schon? Weil du Experte bist. Ja, generell, manche Videos kamen sehr gut an, auf jeden Fall. Ach, von hier, tatsächlich. Wow, nicht schlecht. Vielleicht solltest du mal Livestream auf deinem Kanal. Habe ich auch schon mal überlegt, aber bis jetzt ist ja die Gelegenheit nicht so gekommen. Das ist, ich finde das großartig. Ein sympathischer Experte, 50.000 Follower, aber sagt, oh, guck, die Gelegenheit ist noch nicht da, kommt noch. So, also Freddy, guck mal weg. Ich halte jetzt mal meinen ersten hier in die Kamera, den ich jetzt mal mir hier ausgesucht habe. Ich würde mal ein bisschen niedrigschwellig einsteigen. Kann man das sehen, wer das ist? Ja. So, kennen die Zuschauer. Dann würde ich sagen, guck ich weg und du kannst ja mal deine Karte in die Kamera halten. Ja. Welche nehmen wir am besten? Die Kamera oder auch die wir eben hatten? Ich weiß es gar nicht, ich muss Betül mal sagen. Die Uhr tickt. Ich höre sie. Der Spieler, den ich jetzt habe, der müsste auch vielen ein Begriff sein. Meiner auch, würde ich sagen. So. So. Ah, jetzt ist natürlich die Frage. Ich habe natürlich eigentlich jetzt taktischen Fehler gemacht. Ja, fang du mal an, Freddy. 36 Länderspiele. 74. Oh, wen hast du? Kimmich. Ich habe Paulo Dybala. Ah, okay. Ich dachte nämlich, weil Kimmich natürlich ein Top-Spieler ist, aber Trumps Faktor zum Beispiel erst 3, 5 Tore. So, wer dann die Karte hat, darf den nächsten entscheiden, oder? Könnten wir auch machen. So, pass auf. Wobei, das wird jetzt, glaube ich, unfair. Ich zeige den nochmal eben hier. Okay, dann gucke ich mal weg. Guck mal weg. Ich habe hier noch jemanden. Vielleicht kann man den erkennen. Ich weiß es nicht. Kann man gerade nicht. Ich kann natürlich den Namen jetzt nicht sagen. Das wäre auf jeden Fall ansonsten schwierig. Da ist er. So. Ich denke mal, das wird jetzt vielleicht ein Selbstläufer. Es ist nur die Frage, ob ich den Trumpffaktor nehme oder die Länderspiele. Okay, du kannst ja mal deinen in die Kamera halten, wenn du dir ausgesucht hast. Das ist auch ein Spieler, der vor allem auch vielen Leuten in der Bundesliga ein Begriff sein muss. Ja. Viele werden ihn noch kennen. Vom aufgefallen ist er damals immer durch Saltos und Batman und Spider-Man-Jubel. Salto, da wäre ich noch bei Miroslav Klose, der ist es aber nicht, ne? Nein. Nein. So, also, ja, dann würde ich sagen, Top-Faktor 5. 4. Wen hast du? Pierre-Emerick Aubameyang. Ah, guck mal, ich habe Messi. Oh, ich glaube, das ist auch schwierig, egal welchen Spiel du jetzt hieß, gegen Messi anzutreten. Ja, ich glaube auch, das wird, glaube ich, schwierig. Diesmal darfst du anfangen. Ich gucke wieder weg. Okay. Ein Spieler aus der Bundesliga, scheint auch vielen ein Begriff zu sein. Und was auch... bis jetzt hat er noch keinen Titel gewonnen, was auch, finde ich, sehr kurios ist.
Noch keinen Titel gewonnen. Okay. Tatsächlich noch nicht. Also persönliche Titel, ja, Torschützenkönig, aber halt sowohl auf Vereins- als auch auf Nationalmannschaftsebene hat er noch keinen Titel gewonnen. Okay, ich nehme den hier. Den kennt man auf jeden Fall noch aus der Bundesliga und den kennt man vor allem von früher als HSV-Fan. Und da kann Freddy gleich vielleicht noch ein bisschen was zu seiner Wechselhistorie erzählen. Das wäre auf jeden Fall die Karte meiner Wahl. Und dann schauen wir mal. Was hast du denn, was haust du denn für einen Wert raus? 53 Tore. 35. Wer ist es? Harry Kane. Harry Kane. Okay, ich habe Hongmin Son. Den kenne ich noch sehr gut vom HSV. Ja, wo spielt der denn jetzt eigentlich? Oder wie hat er gewechselt? Der spielt seit 2015 bei den Tottenham Hotspurs. Er war bis 2013 beim HSV. Dann ging er zu Bayer Leverkusen und seitdem ist er bei den Tottenham Hotspurs und ist seitdem eine absolute Führungsfigur beim Verein. Extrem torgefährlich, ist ein sehr, sehr guter Spieler. Freddy, vielen Dank für den Moment. Gerne. Wir haben leider keine Zeit mehr. Wir verabschieden uns heute mal ohne unser Outro. Wir wünschen euch auf jeden Fall einen schönen Freitag. Macht das Beste aus dem Wetter, euch ein schönes Wochenende und wir sehen uns am Montag wieder. Dann haben wir noch das Galileo-Fußball-Quiz für euch parat. Freut euch drauf, wir sehen uns. Bis dann, tschüss. Hamburg, Hamburg, Stadt und Land.